Ja, heute so gegen 5:30 wurde ein Streifenwagen von uns in Höhe des Neustarts Güterbahnhofs attackiert und mit Steinen beworfen. Anschließend hat sich eine größere Anzahl von linksautonomen Menschen versammelt und die haben jetzt hier zwischen Karl-Franke-Straße und der Oldenburger Straße eine ehemalige Spedition besetzt und haben die einschreitenden Kräfte auch schon massiv angegangen und haben auch schon mit Steinen geworfen. Im Moment haben wir die Räumlichkeit umstellt, auch um eine Gefahr für Außenstehende abzuwehren. Die Polizei hat gerade einen sogenannten Zugriff gemacht, das heißt, wir haben eine Räumung veranlasst. Sind dabei auf ca. 30 bis 50 Personen getroffen. Keiner wurde verletzt, es gab keinen Widerstand. Die Personen werden jetzt festgenommen, die werden zum Polizeigewahrsam gebracht und dann werden wir weitersehen. Und es gab auch einige Sympathisanten und die Linksautonomen, die vermuteten Personen, haben sich ja auch zusammengezogen und das ist ja nicht alles nur an einem Ort, sondern es hat sich ja natürlich auch verteilt am Anfang. Gerade wo wir aufs Gelände gegangen sind, haben wir Wurfgeschosse festgestellt auf dem Dach, die da zurechtgelegt wurden. Ja, wir mussten den Bahnverkehr zwischen Bremen und Oldenburg, den mussten wir unterbrechen lassen, weil auch in Richtung fahrende Züge wurden Steine geschmissen, beziehungsweise eventuell auch Raketen geschossen. Das kann ich aber noch nicht abschließend bestätigen.